grüß Gott. Das ist der dritte Anlauf. Ich will ein Vlog-Video machen über Rising. Ich habe das Spiel zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich es mir gewünscht habe. Ja. Also, ganz am Anfang mal zu der Story. Fangen wir mal damit an. Ich bin mir nicht sicher, mit was ich jetzt genau anfangen soll, weil ich irgendwie nicht spoilern will, aber okay. In diesem Video wird wahrscheinlich gespoilert, also schaut es euch lieber nicht an, wenn ihr euch das Spiel noch nicht besorgt habt. Aber ich bin sowieso nicht so eine Auskennerin, außer wenn es um Metal Gear geht, aber ihr wisst schon. Spoiler-Alarm. Die Geschichte gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut vom Rising, weil wenn sie den Teil gemacht hätten, wo sie die Sunny retten, wäre das viel, viel besser irgendwie gewesen, als wenn sie irgendwie die Story nehmen, weil da geht's am Anfang geht's um diesen weil du musst ihn ja am Anfang retten. Oder du versuchst es zumindest. Und ja, dann geht es auf einmal um Gehirne und danach geht es wieder um was anderes. Also die Geschichte ist so, so... Ich will nicht sagen blöd, aber... Ich glaube, das ist das zweite Mal in einem Spiel, wo man nur mit Raiden spielt. Und jedes Mal ist die Geschichte irgendwie doof. Weil ich finde es besser, wenn sie das gemacht hätten in dem Teil, wo sie die Sunny retten. Also vor dem vierten Teil war das, wo angeblich der Raiden die Sunny rettet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich hätte es besser gefunden, weil du bekommst in dem Spiel auch mit, dass der Boris angeblich geholfen hat, die Sunny zu retten. Und es wäre besser gewesen, wenn sie da ein Teil... Oder vielleicht kommt das ja noch. Ich hoffe, dass der Teil zum Spielen noch kommt, weil du erfährst viel über die Rettung von Sunny und so. Also viel jetzt nicht, aber sie reden oft über die Rettung von Sunny. Und ja, also mir wäre es lieber gewesen, wenn sie den Teil gemacht hätten vom Spiel her. Also viele jammern über die Story und ich finde, sie hätten die Story besser damit gemacht, wenn sie den Teil mit der Sunny einbaut hätten, anstatt irgendwas von Gehirne und sonst irgendwas zu labern, aber okay. Das ist meine Ansicht. Viele sehen es vielleicht... ich glaube, viele sehen es genauso. Mein Bruder hat mir auch recht gegeben. Das war Schluckauf. Mein Bruder hat mir auch recht gegeben, dass besser gewesen wäre, wenn die den Teil mit der Sunny genommen hätten als Rettung. Ich weiß, da war er noch kein Cyborg, aber... hätten ja nicht unbedingt einen Cyborg aus ihm machen müssen, wenn man mal ehrlich sein muss. Obwohl er beim ersten Part, da gefällt er mir in dem Video gar nicht. Also, gewiss schon. Wie ausschaut der Raiden? Das schaut nicht mehr so aus wie Raiden, finde ich. Also wenn du dir den ersten und den vierten anschaust, er verändert sich immer mehr, man merkt das richtig in die Spiele. Ja, also zur Steuerung. Ich komme schon ein bisschen besser klar mit dem Abwehren. In der Demo-Version hatte ich solche Probleme abzuwehren, also ich habe das überhaupt nicht geschafft. Weil du musst nach vordrücken und dann Viereck. Aber ich glaube mit drei geht das auch, wenn ich mich nicht irre. Also, weil du hast ja... zwei Schlagarten mit Dreieck und Viereck und so. Und ich glaube, da kannst du auch abwehren, wenn du Vor- und Dreieck drückst. Bin mir aber jetzt nicht sicher, aber ich habe das letztes Mal gemacht und hat es funktioniert. Und ja, also das Abwehren hätten sie viel, viel besser machen können. Weil, wenn du jetzt eine Weile übst, ich meine, am Anfang des Spiels habe ich das überhaupt nicht können, abwehren. Das war erst in der Mitte vom Spiel habe ich das dann geschafft, abzuwehren. Ich habe sogar die Trophäe bekommen, 10-mal hintereinander abwehren. Da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich so Probleme gehabt habe beim Abwehren. Heute ist SMS-Tag bei der Shay. Umso öfter man im Spiel abwehrt, umso besser lernt man das, finde ich. Also, das kann es doch nicht sein. Was ist los? Die ganze Steuerung ist im Großen und Ganzen eigentlich sehr, sehr einfach. Also man hat überhaupt keine Probleme. Das, außer mit dem Zandatsu habe ich totale Schwierigkeiten. Überhaupt bei die zwei letzten Bosskämpfe hatte ich solche Probleme. Weil bei dem, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der letzte, was den Premierminister umbringt. Der ist richtig schwer, da hat so ein Schild vorne und wenn du hinhaust, unabsichtlich, weil ich habe das manchmal gemacht, weil die Kombo nicht stoppen konnte. Passend eigentlich zum Metal Gear Vlog, weil das ist ja der Alarmton, wenn die dich erwischen, aber okay.
Ach, beim Zahnarzt war ich, das hat jetzt lang gebraucht. Ja, da musst du bei ihm genau die Linien treffen. Und ich habe das Problem, wenn die Linien so sind, wenn sie in der Schneidrichtung so gehen, sind sie ohne Probleme bei mir. Aber so geht überhaupt nicht. Da hatte ich die totale Probleme. Deswegen habe ich das dann geschummelt und habe dann irgendwie geschnitten. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert. Weil du musst bei dem vorletzten Gegner musst du dieses Schild wegschneiden. Also da musst du beim Zandazu dann, ihr wisst schon, das ist schwer zu erklären, da müsst ihr diese Dinge wegschneiden. Also die Arme, sage ich jetzt mal, von dem Schildern da. Fehlt vom Feinsten. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich da drauf komme, was ich da machen muss. Aber Gott sei Dank nicht zu lange. Also da habe ich auch nicht mehr geschaut in den Videos von Let's Plays. Das habe ich dann aufgehört, weil ich nicht mehr wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich ja selber weiterspielen wollte. Und ja. Und bei dem letzten Gegner, bei diesem Armstrong, das war. Das. Die Hölle. Ich habe meinen Bruder holen müssen. Ich habe einen Tag durchgespielt, da habe ich dann das bis zum Schluss geschafft, bis zu dem Armstrong. Dann kommt der Teil, wo der diese Steine, diese riesengroßen, auf dich schleudert. Das macht er jedes Mal, wenn du ihm bis zu 150, also 160% bis zu da macht das dann. Und für mich war das schwer, diesen Stein durchzuschneiden, weil das die. Entweder, ich weiß nicht, was ich aufgeführt habe, entweder habe ich den Knopf zu früh loslassen, den L1-Knopf, oder ich weiß nicht, was ich aufgeführt habe. Auf jeden Fall habe ich immer so einen Fehl daher gemacht, dass mich der Stein drauf hat und gleich umgebracht hat. Jedes Mal. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Da habe ich 3 Stunden bis 3 Uhr in der Früh das probiert und dann am nächsten Tag nochmal 3 Stunden. Und dann habe ich da meinen Bruder geholt, weil ich konnte das nicht. Er hat aber auch, da bin ich stolz auf mich. Er hat selber gesagt, das ist schwer gewesen. Und ich bin super, super stolz auf mich, dass ich wenigstens bei diese Rennparts nicht gestorben bin. Bei die Let's Play habe ich gesehen, die sterben da immer. Und ich bin so froh, dass ich da wenigstens nicht gestorben bin. Auch weil ich gewusst habe, dass man rennen muss. Vielleicht bin ich deswegen nicht gestorben, aber ja. Nein, später muss das auch machen und da bin ich auch nicht gestorben. Also war ich brav. Wenigstens bei irgendwas. Also ich bin happy, dass ich das Spiel durch habe, aber ich finde die Story viel zu kurz und so. Also die Story ist, gut gesagt, die ist sowieso uninteressant, aber das Spiel ist relativ kurz. Für das, dass alle Metal Gear Fans, auch wenn das jetzt nicht so mit Metal Gear zu tun hat, aber trotzdem haben die Fans sich auf das Spiel gefreut. Wir haben so lange gewartet auf das Spiel und dann hast du es in einem Tag durch? Finde ich nicht. Also wenn du es grob durchspielst, natürlich, wenn du alle Trophäen freispielen willst und diese Leute in die Kisten, da komme ich dann noch dazu, das ist nämlich richtig witzig, da war ich echt überrascht, wie ich das gesehen habe. Oder wenn du alles freispielen willst, dann natürlich braucht es schon länger, bis du das durch hast, richtig durch, also dass du alles hast. Das will ich auch schaffen diesmal. Aber so, die Spielzeit ist ehrlich gesagt nicht lang. Und das hat mich wirklich enttäuscht, weil ich habe gehofft, durch das wir so lange warten haben müssen, dass das Spiel richtig cool wird und lang und. Weil das Metal Gear 4 war relativ lang, finde ich. Ja, war relativ lang. Also überhaupt von den Videosequenzen. Da habe ich das auch ein bisschen vermisst. Du hörst nämlich nicht viel von der Rose oder von Snake oder von Emmerich oder so. Ich meine, es geht um Ryan, ich verstehe schon, aber es wäre interessant gewesen, was die dazu erfinden noch. Ja. Also einmal hört man was von der Rose, was ich weiß, wo sie kurz über die reden. Unter einem Video von einem Let's Play habe ich geschrieben, dass das sicher mein Lieblingsteil werden wird, aber ich muss sagen, nein. Also es ist ein super, 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 super Metal Gear Teil. Es hat ja eigentlich nichts generell mit Metal Gear zu tun, aber es gehört trotzdem für mich zu der Serie, weil natürlich der Name da steht. Und ja, also es ist zwar gut, ich werde es auch noch weiterspielen und ich bin super, super glücklich, dass ich das überhaupt habe. Bei mir gefällt das Schneiden und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, also ich finde es schon trotzdem schade, dass die Story so kurz ist. Und deswegen, Lieblingsspiel weiß ich noch nicht. Ja, kann ich noch nicht so richtig sagen. Also so ein richtig, richtig mega cooles Lieblingsspiel wird es jetzt nicht werden, aber. Sorry, Speicherkarte war fort. Ja, wo war ich jetzt? Das ist wieder mal so ein Thema. Aber ich glaube, es wird schon eins von meinen Lieblingen werden. Weil
ich trotzdem glücklich war, dass wieder ein Metal Gear Teil rauskommt. Ich glaube, der Fünfer wird eine Weile lang brauchen, bis der jetzt rauskommt. Und ich finde dieses Cutten, also zerschneid, was du willst, total cool. Also das, sogar die Gegner, also die Endbosse zu zerschneiden. Wirklich krass. Also die Erfindung schon allein dahinter. Jedes Mal, wenn ich irgendwas zerschnitten habe, ist mir immer in den Sinn gekommen, warum ist das denn dann nicht schon früher eingefallen, dass man Sachen zerschneiden kann? Ja, also zum Schluss jetzt noch von dem Spiel zu dem Ende. Falls euch das nicht interessiert, schaltet weg. Falls euch nicht gespoilert werden sollte. Da muss ich sagen, das Ende ist offen. Und ich hoffe wirklich, dass da vielleicht ein zweiter Teil rauskommt. Weil die Geschichte ist doof jetzt, okay, aber die Idee dahinter, sie ist falsch umgesetzt worden, aber die Idee war nicht schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Meine Kamera spinnt schon wieder, tut mir leid. Ja, noch zum Abschluss. Ich hoffe wirklich sehr, dass davon ein zweiter Teil rauskommt, weil das Ende ist ja relativ offen. Also hoffe ich wirklich, dass da vielleicht ein zweiter Teil auf uns zukommt. Ja, das war's jetzt. Mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Also ich bin. Die Freude war groß, aber ich bin so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, wie ich das dann wirklich gespielt habe. Es ist ein super Spiel, aber nicht so toll wie jetzt die richtigen Metal Gear-Teile. Obwohl die lustigen Sequenzen auch total cool sind in dem Spiel, da kann man nichts sagen. Aber es ist super das Spiel, aber ich weiß nicht, wie ich das so. Das ist so halbe halbe. Eine Seite findet es cool, die andere Seite findet es eher ein bisschen schlecht. Und geteilte Meinungen, da gehen die Meinungen auseinander bei mir. Ich liebe es natürlich schon, weil es ist ein Metal Gear Teil, aber ich bin, sage ich ja wie, also der Hype war groß darum, ich habe mich riesig, riesig, riesig gefreut und wollte es unbedingt, unbedingt, unbedingt spielen und dann ist das so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also viel Hype um nichts. Kann man das so sagen? Ich meine, ich liebe es trotzdem. Es soll nicht heißen, dass ich es jetzt schlecht finde, aber es ist schwer zu erklären. Wirklich schwer zu erklären. Aber es kommt auch sicher in meinem Favoritenvideo vor, so viel kann ich auch schon sagen. Okay, wenn mir jetzt nicht mehr weiter einfällt, was ich sagen soll, ich glaube, das Video ist auch lang genug, lasse ich das mal auf sich beruhen. Also es ist mein Lieblingsspiel schon, aber es ist halt nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. So ist es, genau, ja. Das ist die beste Beschreibung, die es gibt. Und die Musik finde ich cool in dem Spiel. Das habe ich jetzt fast vergessen. Die Musik ist super. Die passt richtig gut zu die Endbosse dazu. Und das ist richtig geil. Besonders die Musik am Schluss finde ich toll. Jetzt beende ich das Video, weil das Video macht mich. Also die Kamera macht mich krank. Nicht das Video, sondern die Kamera. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ich hoffe, ihr wisst jetzt so meine Meinung, auch wenn die Kamera dauernd ausgeht und mich das aggressiv macht. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, dass mir das Spiel sehr gut gefällt. Auch wenn die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, wackeln. Okay, dann bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!